Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ja, also bei mir ist jetzt gerade Mai und ich bin eigentlich noch gar nicht in Weihnachtsstimmung, aber ich hatte schon die erste Weihnachtsidee und deswegen nehme ich euch jetzt schon mal ein Weihnachtsvideo auf. Ja, und zwar habe ich mir gedacht, wir könnten doch mal eine Weihnachtsmannkarte machen, die ungefähr so aussieht. Und ich wollte mit dem Set, mit diesen Anzug und Krawatte oder so heißt es, glaube ich, arbeiten, weil ich das irgendwie ganz witzig finde und habe mir gedacht, da passt eigentlich der Weihnachtsmann und ich hoffe, ihr seht das ganz gut. Hier vorne ist der Bart noch so doppelt drauf, ein bisschen mit Abstand. Einmal so eine Tasche mit Hohoho und ein Gürtelchen. Innen noch ein bisschen den Spruch gestempelt. Also man könnte dann zum Beispiel hier vorne einfach ein bisschen Geld zusammenfalten und dann hier als kleines Geschenklein nach oben rausschauen lassen bei dieser kleinen süßen Tasche. Also die kann man noch befüllen. Ja, und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und es ist ganz einfach, ihr könnt es auch basteln, wenn ihr zum Beispiel keine Stanzmaschine habt, geht es auch alles. Ich zeige euch wie, ich zeige euch aber natürlich auch, wie ich diese Stanzformen so schön noch ausstanzen konnte. Und ich habe auch hier außen den Rahmen, mein Gott, ich glaube, das sieht man gar nicht richtig. Man sieht nur meine schmutzige Pfote. Heute ist Videotag und ich habe am Anfang gleich in das dunkle Kissen gegriffen und jetzt, ja, seht ihr das leider in jedem Video. Aber hier ist der Rahmen auch noch so gestitcht außenrum und auch beim Gürtelchen und so. Ja, das ist also meine Nikolauskarte und jetzt geht's los. An Material habe ich einmal ein ganz kleines bisschen von der Metallic Folie in Gold, Espresso und Calypso. Espresso auch nur ein Reststück und Calypso ebenso. Und meine Hauptfarben sind einmal Grundweiß und Chili. Das sind die Bestellnummern, falls ihr die braucht nach der Pause. Könnt ihr abschreiben. Und an Material an sich habe ich ein bisschen was schon so hergerichtet. Ich habe einmal die Grundkarte, die hat das Maß 21 x 14 cm und das Gefäß ist bei 10,5, so wie immer. Dann habe ich dieses gestitchte, also dieses ausgestanzte Element schon mal vorbereitet. Wenn ihr keine Stanzmaschine habt, schneidet euch das einfach auf 13 x 9,5 cm. Das habe ich hier oben so noch an die Seite geschrieben. Wenn ihr die Stickmuster habt, die haben diese Bestellnummer, oder wenn ihr euch die kaufen wollt, dann ist es die, ich glaube, größte Stanzform, oder? Mal gucken. Genau, also wenn man sich die einfach einmal durchkurbelt, hat man danach diesen wunderschönen gestitchten Rand. Und das ist die größte Form aus dem ganzen Set. Ich zeige euch auch gleich noch die anderen Sachen, die ich verwendet habe. Einmal das Set Tannen und Karos. Das ist dieses Stempelset, weil ich habe auch schon ein bisschen vorgestempelt. Da ist nämlich dieser Spruch Hohoho drin, den fand ich natürlich perfekt. Und mit den besten Wünschen für fröhliche und erholsame Feiertage. Die zwei Sachen habe ich schon aufgestempelt. Und was wir gleich benutzen zusammen, sind die Stanzformen Anzug und Krawatte. Die haben diese Bestellnummer. Genau. Aber wir sind ja eigentlich noch beim Papier. Also dieses kleine Goldstück als Reststück, so ein Reststück Espresso. Ein ganz dünnes Streifen, wo ich jetzt dieses Hohoho schon drauf gestempelt habe, der hat 1 cm. Also das sind so Streifen, die bleiben ja immer übrig. Einfach mit Espresso drauf gestempelt und dann so schräg abgeschnitten. Den braucht man. Dann habe ich nochmal ein Reststück in Chili, braucht man noch. Und ein kleines Reststück in Calypso ist es jetzt. Das ist für die Nase. Wenn euch der Farbton nicht ganz gefällt oder ihr lieber bei dem dunklen Rot bleiben wollt, dann bleibt er natürlich. Ich habe noch ein Reststück in Grundweiß und das habe ich mir schon so vorgezeichnet, dass es dieser zweite Bart, der oben drüber kommt. Den anderen Bart, den mache ich jetzt gleich freihand. Und dafür habe ich ein Stück, also ich habe es hier aufgeschrieben, Grundweiß, für den Bart 13,5 x 10,5 cm. Das kürzen wir uns dann so zu, wie wir es brauchen. Für innen rein habe ich diese Karte, die schon bestempelt ist, mit dem Maß 13,5 x 10 cm. Und für außen habe ich das gleiche Maß nochmal, weil ich ja unter meinem Rahmen hier auch noch so einen weißen Bogen habe. Also das verwende ich einmal für innen und außen. Genau. Und das klebe ich mir jetzt als allererstes gleich mal ein, weil dann ist es schon mal weg. Sonst komme ich noch durcheinander mit meinem ganzen Papier hier. Da schnappe ich mir jetzt den Flüssigkleber. Ich klebe mir erstmal meine Innenseite ein. Wie gesagt, stempelt euch das gerne vorher. Da ist das Stempelergebnis meistens schöner, wie wenn man es innen reinstempelt danach. Aber man kann auch danach natürlich noch was einstempeln, ganz klar. Und das gleiche Maß, das klebe ich mir jetzt eben auch vorne drauf. Wie gesagt, diese 13,5 x 10 cm.
hat dann hier einfach einen schönen Rand an der Karte und es hebt sich nochmal ein bisschen so vor. So, und darauf können wir uns eigentlich auch schon gleich unser gestitchtes Motiv drauf machen, glaube ich, oder? Brauchen wir es noch? Nö, das können wir auch gleich drauf kleben. Dann ist nämlich schon mal ein ganzer Teil an Papier versorgt und an dem richtigen Ort. Und dann sieht die Karte so aus. Genau. Okay. Und jetzt machen wir so ein bisschen diese ganzen Details, die ich da eben auf die Karte bringen möchte. Und zwar, so das Hauptelement ist natürlich dieser Bart. Und den habe ich mir echt ganz frei handgeschnitten. Also einfach so ein bisschen schlängelig. Und da habe ich so gemacht, dass ich das Stück Papier, das ist ja relativ breit, also so breit wie die Karte. Und von der Länge her mache ich das jetzt erstmal Pi mal Daumen. Ich messe es euch aber auch gleich aus, dann könntet ihr euch das anzeichnen vorher. Entschuldigung. Also wenn ihr das lieber vorher anzeichnen wollt, dann macht es. Ansonsten macht das einfach so, wie ich jetzt auch so ganz frei Hand einfach irgendwie so einen Bart ausschneiden, wie man sich den halt so vorstellt bei so einem Nikolaus. Irgendwie so, habe ich mir gedacht, schaut der aus. Der ist jetzt ein bisschen kürzer, das sehe ich jetzt gleich schon. Kürzer als den, wo ich vorher gemacht habe. Der andere ging ja ein bisschen länger. Also einfach Freihand irgendwie sowas Welliges geschnitten. Gucken wir mal. Ja, ein bisschen kürzer ist der, aber nur minimal. Also das ist schon okay so. Der hat jetzt am tiefsten Fleck 8 cm ziemlich genau. Genau, also 8 cm. Und dann könnt ihr euch hier unten einfach auch noch dieses für oben drüber so einen Schnurrbart ausschneiden. Das habe ich mir jetzt vorher mal aufgemalt. Das finde ich so ganz Freihand gar nicht so leicht. Aber das macht er auch. Also Freihand schneiden. Ich habe es mir lieber einmal vorher aufgemalt und schneide mir jetzt einfach die Linien nach. Es muss auch nicht perfekt aussehen, sondern einfach so lustig. Das soll ja eine lustige Karte sein. Eine lustige Nikolauskarte mit Geschenkefach. Genau, so schnurrbartmäßig. Ganz locker von der Hand. So. Und so wird es dann nachher ungefähr auf die Karte aufgebracht. Mir war es eben nur wichtig, dass man einmal mit dem Bart nicht zu weit nach unten kommt, weil da ja noch die Tasche hin soll. Also wenn ihr diesen Schnörkel auch so machen wollt, dann ein bisschen vielleicht in die Richtung gehen. Das ist ganz gut als kleiner Tipp. Und hier oben soll es jetzt nicht breiter sein als mein weißes Papier. Also seht ihr, da sieht man jetzt den Rand so ein bisschen. Und so darf es hier eigentlich auch nicht sein. Ich soll es nicht so weit rüber gehen. Das ist jetzt nur ein bisschen zu breit. Das habe ich mir aber extra so gelassen am Anfang, dass es so breit ist wie die Karte, dass ich es noch ein bisschen hoch und runter schieben kann zur Not. Wenn ich sage, mir ist der Bart jetzt doch nicht, also ich möchte ihn lieber doch noch ein bisschen kürzer haben, weil mir sonst die Tasche im Weg umgeht, dann kann ich es immer noch höher schieben und kann mir das dann noch zuschneiden. Und das machen wir nachher auch gleich, wenn wir dann unsere ganzen Stanzteile haben. Genau, das kann erstmal weg. Und jetzt schnappe ich mir mal meine Stanzmaschine und meine drei Papiere hier und hole mir schnell die Stanzmaschine ins Bild, dass wir uns die Teile ausstanzen, die wir noch brauchen. So. Und zwar ist in dem Set ja schon alles drin, was man so braucht. Es gibt noch einen kleinen Trick. Aber ich kann mir jetzt auf den ersten Schwung von diesen Sachen hier schon mal einiges ausstanzen. Und zwar einmal meine rote Brusttasche, meinen Gürtel in Espresso, den stanze ich mir einmal komplett in der Länge aus. Und dann ist da noch so ein Kreis, so ein Knopf, das fand ich super als Gürtelschnalle, den mache ich mir in golden. Und das kurbel ich mir jetzt einfach einmal aus. Eigentlich habe ich jetzt schon meine ganzen Teile. Ich habe vorher noch was anderes gemacht, das zeige ich euch jetzt mal, aber vielleicht braucht man das gar nicht. Weil wenn man sich jetzt das hier so anschaut, dieses Ende vom Gürtel, also der Gürtel ist so, wie er jetzt ist, für die Karte viel zu lang. Ich lege das mal hin und zeige euch das mal. Wenn ich jetzt mal meine Karte so nehme, und da den Gürtel drauf macht, das ist einfach zu lang.
Was ihr machen könntet, wäre, dass ihr, bevor ihr euch das rote Papier aufklebt, euch den Gürtel einfach einmal unten reinklebt, also dass man das so rumwickelt, wie so eine Banderole. Aber das trägt halt ein bisschen auf und deswegen habe ich mir gedacht, kürzen wir uns den einfach. Und beim ersten Versuch habe ich es so gemacht, dass ich mir einfach diese Stanzform nochmal geschnappt habe und dann hier so ein Ende hingestanzt habe. Aber dadurch, dass das an der Seite gar nicht gestitcht ist, wenn man das mal so anschaut, diese Ränder, da sind keine so kleinen Einkerbungen drinnen. Seht ihr das gut? Dadurch können wir uns das auch einfach kürzen. Und deswegen messe ich mir jetzt einfach nochmal schnell aus, wie groß mein rotes Papier ist. Und so kürze ich mir das dann auch mit meinem Papierschneider einfach. Also das hat jetzt eben 9,6 oder 9,5, je nachdem welches Maß ihr genommen habt. Und dann kann ich mir das auch einfach so kürzen. Und man sieht das gar nicht unbedingt. Das ist so leicht abgerundet, das kann ich jetzt noch mit der Hand nachschneiden. Dann ist es noch perfekter. Aber so habe ich schon mal meinen Gürtel und muss das nicht nochmal durch die Stanzmaschine jagen. So, wo ist mein goldener Gürtelpunkt? Damit wir den nicht verlieren, mache ich mir den jetzt gleich mal auf meine... Und das ist zu groß, dann nehme ich mir jetzt die Mini-Dimensionals. Den mache ich jetzt gleich mal auf meinen Gürtel, damit das nachher dann mein goldener Punkt verloren gegangen ist. Und dann nehme ich mir jetzt eine Pinzette, dass ich die Mitte besser treffe. Ja, so schaut es eigentlich ganz gut aus. Und meine Tasche halte ich mir jetzt mal auf jeden Fall hin. Das Hohoho, das habe ich ja wie gesagt schon aufgestempelt. Und zwar habe ich das Ganze gestempelt mit der Farbe Espresso. Da war ich gerade so im Flow, da habe ich das schon hergerichtet. Sonst hätte man natürlich auch noch ein bisschen was stempeln können zusammen. Aber das zeige ich ja in jedem anderen Video. Und wie ihr gesehen habt, ich biege mir das so ein bisschen über meinen Papierfalter drüber, dass das noch so ein bisschen Schwung bekommt. Und dann sieht man das so, da hat es schon richtig schön Schwung dabei. Und man kann das dann noch schön drüber setzen. Das finde ich, macht sich noch ganz gut. Und jetzt halten wir uns mal unsere ganzen Bartelemente hin. Genau, also der Bart sollte jetzt eigentlich nicht unbedingt über die Brusttasche drüber gehen. Wir können hier noch ein bisschen nach unten gehen mit den ganzen. Ich finde es so eigentlich ganz gut. Dann kommt es hier noch so drüber. Ja, so finde ich es ganz cool. Und so zeichne ich mir das jetzt so ein bisschen an mit dem Bleistift, dass ich weiß, hier ist mein weißer Rand. Ich nehme euch mal ganz nah hin, dass ihr das ganz kurz mal ganz nah seht. Also ich verlängere mir hier diesen weißen Rand mit so einer kleinen Markierung auf der einen Seite. Und wo bin ich im Bild? Auf der anderen Seite auch. Und das kürze ich mir jetzt einfach noch ein, dass ich dann weiß, wie breit mein Bart an der Stelle sein darf. Ja, hier ist es jetzt ziemlich gerade geworden. Das schaut jetzt auch nicht so schick aus. Aber das schneiden wir einfach noch ein bisschen nach. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus an der Kante. Den mache ich einfach hier noch ein bisschen schlanker, den Bart, und ein bisschen welliger. Ich finde es schöner, wenn das so ein bisschen nicht ganz so gerade runterschaut. Okay. Und jetzt müsste es eigentlich ganz gut passen. Genau, so schaut es jetzt eigentlich ganz cool aus und ich kann mir das eigentlich schon mal aufkleben. Was ich ein bisschen, wo ich mir nicht ganz sicher war, war bei dieser Nase. Wenn man ja hier oben dann eigentlich noch was vom Gesicht sieht. Aber ich kann es ja auch nicht viel weit hochsetzen. Also man sieht eigentlich immer was vom Gesicht. Und deswegen habe ich mir das so ein bisschen koloriert. Also ich halte es mir jetzt mal so hin, wie ich es mir gerne aufkleben würde. Und da habe ich mir einfach so einen Aquarellstift in Calypso genommen. Den fand ich von der Hautfarbe ganz okay. Also ich habe ja die Nase, wird ja dann auch Calypso. Das heißt, unser Nikolaus, den friert es ein bisschen. Der hat eine kalte Nase, der hat eine rote Nase und natürlich auch ein bisschen ein rotes Gesicht. Und deswegen koloriere ich mir das jetzt so an dem Rand von diesem Bart entlang ein bisschen nach mit diesem Stift einfach. Das war so die für mich am besten Lösung. Ich hoffe, dass euch das auch einigermaßen zusagt. Weil wenn man es wegschneidet, dann sieht man ja wieder das Rote von hier unten durch. Ich weiß nicht, das glaube ich auch komisch ausgeschaut. Also so war es jetzt für mich am besten. Also das habe ich mir jetzt einfach nur so nachgezeichnet. Und da kommt dann gleich unsere Nase drüber.
Und die Nase, die machen wir uns einfach aus dem letzten Rest von Calypso und dem Oval Duo Set. Das ist diese Stanze hier. Und da hat man ja da unten diesen ovalen Kreis. Und den fand ich ganz witzig von der Größe und so als Nase. Fand ich, kann man ganz gut nehmen. Und dann haben wir alle Teile und können es schon mal aufkleben. Genau. Also ich starte jetzt einfach mal mit meinem Bart. Und ach ja, genau. Bevor ich den anklebe, mache ich es noch so, dass ich mir den auch so ein bisschen... Jetzt bin ich irgendwie immer noch ganz schön nah da, oder? Ist komisch, Entschuldigung. Oh, ich hoffe, ihr habt jetzt alles noch mitbekommen. Das war jetzt irgendwie nicht auf die Kamera geschaut. Also ich ziehe mir den auch noch so ein bisschen drüber, dass der hier unten so ein bisschen an dieser dünneren Spitze absteht. Und den Rest mache ich mir schon mit Flüssigkleber ganz gut voll. Und diese Ecke da unten, die lasse ich frei vom Kleber und die soll dann so ein bisschen abstehen. Und dann klebe ich mir das hier oben schön an. Und da orientiere ich mich einfach an diesem weißen Rahmen, den wir ja unter diesem roten eingeklebt haben. Ich zeige es euch gleich, wenn es noch hoch geht. Das wäre jetzt schon noch ganz nett. Ich glaube, es hebt schon. Naja. Also ich orientiere mich jetzt hier an diesem weißen Rahmen, dass das hier so abschließt. Da bin ich, wie gesagt, da will ich nochmal ganz hinkommen. Aber da kommt nochmal ein Bart drüber, dann passt das schon. Und bei diesem Schnurrbart mache ich es auch so, dass ich mir hier diese Schnurrbartspitzen noch ein bisschen so nach oben kringel. Und den setze ich mir dann noch so oben drauf. Da mache ich es so, dass ich mir den einen Teil, also diesen mittleren Teil, mit Flüssigkleber einfach so anklebe. Und diese beiden äußeren Spitzen, die klebe ich mir auch an mit einem Dimensional, dass die nur so ein bisschen abstehen. Das fand ich schöner, weil man ja dann die Hautfarbe sieht, sozusagen die Gesichtsfarbe, dass es nicht ganz absteht. Und jetzt, genau, muss ich noch ein bisschen gucken. Jetzt habe ich schon den Kleber hingemacht, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Wie meine Nase da noch reinpasst. Ups. Also den klebe ich mir jetzt mal so an, weil meine Nase soll jetzt nicht so weit oben sein, dass die über die Karte drüber steht, sondern die soll da noch so oben drüber. Das heißt, ich muss hier noch ein bisschen nachzeichnen, was aber kein Problem ist. Und die Nase setze ich jetzt auch einfach nochmal mit einem Abstandskleberchen komplett oben drüber über das Ganze. Ein Bart ist entstanden. Ich hoffe, das sieht man ein bisschen, weil also, das ist halt jetzt weiß auf weiß. Ich hoffe, es kommt in der Kamera raus. Also wenn man es vor sich hat, dann sieht man es auf jeden Fall. Ich glaube, so könnte es auch ganz gut sehen, gell? Also hier ist der Schnurrbart. Und wer möchte, könnte natürlich unten auch noch so einen lustigen Mund hinmalen oder so. Ich glaube, ich traue mich das nicht ganz, weil ich da... Aber das wäre natürlich auch süß, da noch so einen Lachmund. Dann klebe ich mir gleich mal den Gürtel an. Den klebe ich mir relativ weit nach unten. Und orientiere mich da wieder an meinem Rot. Dann haben wir die Tasche, wo ja das Geld rein soll oder irgendwas anderes. Also so eine Mini-Karte mit einem Mini-Gruß könnte man drauf machen. Und da klebe ich mir die Tasche eben nur am Rand an. So, dass man da wie gesagt noch was reinmachen kann. Und dann kommt die hier noch so drüber. Also wenn man so einen ganz kleinen, so einen Mini-Gruß, also es ist noch nicht trocken, aber ich kann es euch mal bei dem zeigen. Wenn man so keine Ahnung, wenn man drauf schreibt, Gutschein und macht es dann noch so rein und lässt es dann so rausschauen. Das kann ich mir auch super süß vorstellen. Kleine Gutscheine machen. Genau. Und damit das auch so ein bisschen gebogen noch bleibt, habe ich mir es auch so gemacht, dass ich mir einfach hier ziemlich an den Rand noch ein Dimensional gesetzt habe und auf der anderen Seite einfach so einen kleinen Punkt Flüssigkleber, damit es schön fixiert ist. Und dann einfach so über die Tasche drüber bauen. Sehr süß. Die hat schon was, die Karte. Die ist einfach witzig. Soll einfach eine Karte sein, die ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Und das kann sie auf jeden Fall mit der großen roten Nase. Vielleicht hat er auch schon einen Tee, das weiß man ja nicht. Der Nikolaus, wo der schon überall war. Genau, also das ist so meine Idee. Ich wollte jetzt nur ganz kurz, ich mir das mit dem Gutschein noch ein bisschen. Also ich schneide mir jetzt da einfach so einen kleinen Reifen Flüsterweiß oder Grundweiß nochmal. Und wenn ich jetzt da drauf schreibe, Gutschein, ich hätte auch irgendwo einen Stempel dazu, aber ich wollte es euch jetzt nur mal zeigen. Das ist vielleicht nur nicht die richtige Farbe.
einmal Gutschein. Und dann kann man ja zum Beispiel entweder hinten drauf schreiben für was oder man schreibt es innen rein und lässt es dann hier noch so aus der Tasche rausschauen. Ich möchte es noch nicht ganz reinschieben, weil ich glaube, das muss noch ein bisschen trocknen. Ja, probieren wir es einfach. Machen wir es mal so rum, dass man das dann vielleicht auch schon gleich mal lesen kann. Man könnte es auch als Einstecktuch gestalten. Das wäre auch eine coole Idee. Wenn man sich zum Beispiel das hier andersrum nochmal ausstanzt. Also ich stanze mir jetzt nochmal ganz kurz diese Stanze in Weiß einmal aus. So kurbel ich mir das jetzt einfach mal kurz durch die Maschine. Weil dann hätten wir so ein Einstecktuch, glaube ich. Gutschein. Dann natürlich noch ein bisschen kürzen. Das soll ja nicht ganz so groß sein. Muss kurz trocknen. Und dann noch so als Einstecktuch daraus schon lassen. Ah, das ist natürlich jetzt genauso groß. Muss man das halt ja auch noch ein bisschen kürzen. Hoffentlich passt jetzt rein. Also wir können es auch nach unten noch ein bisschen anschrägen. Also das ist jetzt sehr improvisiert, das ist mir nur gerade spontan ein. Aber das könnt ihr dann schöner machen. Aber wenn man das hier noch rausschauen lässt. Okay, das ist doch witzig, oder? Gutschein, eine Gutscheinkarte. Der Bart muss nur ein bisschen kürzer sein. Das heißt, wir bauen es jetzt einmal nochmal um auf diese Karte. Und hier machen wir so das quasi den Geldersatz rein, damit ihr wisst, was ich meine. Und dann hätte man noch eine ganz süße Idee, wo man noch was unterkriegen kann. Also ich glaube, vom Geldschein, von der Größe, das könnte fast passen, oder? Also, dass der dann da oben ein bisschen rausschaut, das wäre doch ganz witzig. Also das ist meine Idee für heute. Eine lustige Nikolauskarte mit ganz witzigem Bart und einer riesengroßen Nase. Und ja, einem Fach, wo man noch was unterbringen kann, so ein kleines bisschen. Zur Not können wir ja innen rein auch eine größere Tasche basteln, das ist ja gar kein Ding. Ihr seid ja alle Profis, das. Aber ich habe mir gedacht, wenn man das vorne so sieht, das wäre vielleicht ganz witzig. Und man hat mal eine andere Karte, eine andere Art. Das kann jeder basteln mit jeder Bastelausrüstung, was ganz einfach ist. Genau, was ich euch nur sagen wollte, diese Maße von dem Streifen, das blende ich euch danach vielleicht ein. Also der Streifen hat die gleiche Breite wie mein rotes Papier, also 9,5 oder 9,6. Und die Breite oder Höhe von dem Ganzen ist 0,6 cm von diesem Streifen. Der Streifen ist ein bisschen breiter. Der hat 1 cm, also das könnt ihr so machen, wie euch das besser gefällt. Und dann könnt ihr das auf jeden Fall auch ohne Stanzmaschine nachbasteln. Und diese Tasche, die kann man ja auch anpassen zu seiner Karte. Die hat jetzt an der höchsten Stelle das Maß 4 cm und von der Breite ist die 3 cm. Und ja, sieht doch total süß aus, oder? Die kann man auch ohne Stanzformen basteln zur Not. Das ist gar kein Problem. Ich hoffe jetzt, dass euch das gut gefallen hat, dass ihr das auch eine lustige Idee findet. Dass man das vielleicht als Einstecktuch mit Gutschein oder mit Geld verschenken kann zum Nikolaus. Und ja, wenn es euch gut gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, kreativiert was Neues und ich freue mich auf euch. Tschüss, ho, ho, ho. Schönen Nikolaus.